Ähnlich wie bei den nicht isolierten DC-DC-Wandlern möchte ich auch hier zunächst eine Übersicht machen für die isolierten DC-DC-Wandler, das heißt einige Topologien, Schaltungen vorstellen, ihre Bezeichnung, ein bisschen was dazu sagen, wo sie angewandt werden, aber wir werden jetzt noch nicht ins Detail gehen. Wir werden einige davon später besprechen. Tatsächlich ist es so, es gibt sehr, sehr vielfältige Schaltungen, deswegen kann es hier bloß eine ganz grobe Übersicht sein. Ich hoffe, ich vergesse nicht einen der wichtigen. Fangen wir an mit der ersten Schaltung, das ist der sogenannte Sperrwandler, beziehungsweise Englisch Flyback Converter. Das ist vielleicht die häufigste DC-DC-Wandler-Schaltung, die man so antreffen kann. Die finden Sie beispielsweise in fast jedem Ladegerät für Ihr Smartphone oder für andere tragbare Geräte, Kameras oder sonst was, wo Sie sehr kleine Leistungen brauchen. Das heißt, überall, wo typisch so ein USB-Stecker dran ist, 5 Volt, 1 Ampere rauskommt und Sie das an einen normalen Netzanschluss anschließen, ist ein Sperrwandler drin. Der ist die einfachste galvanisch getrennte Topologie. Tatsächlich ist es abgeleitet vom Inverswandler bzw. Hochtiefsetzsteller. Und zwar dadurch, dass wir statt einer Spule einen sogenannten Speichertransformator haben. Wie kann man sich das vorstellen? Das ist im Prinzip eine Spule mit mehreren Windungen. Schauen wir uns an vom Aufbau her. Zunächst den einfachsten Sperrwandler mit einem Ausgang. Ich habe hier einen Speichertransformator. Das heißt, im Gegensatz zu den Transformatoren, die wir später bei den Flusswandlern kennenlernen werden, einer mit Luftspalt und im einfachsten Fall hier mit zwei Windungen. Wir haben ausgangsseitig eine Diode, einen Kondensator und modellieren jetzt wieder unsere Last als einen Widerstanderlass. Und auf der Primärseite haben wir dann in Serie zu dieser Primärwicklung einen Schalter, haben dann hier irgendwo unsere Eingangsspannung UE und am Lastwiderstand die Ausgangsspannung UA. Und tatsächlich hier dieser Schalter wird pulsweiten moduliert getaktet und wir werden jetzt hier dann eine galvanisch getrennte Ausgangsspannung kriegen. Üblicherweise so die Eingangsspannung im Bereich gleichgerichtete Netzspannung, universeller Eingang, das heißt typischerweise zum Beispiel von 100 Volt AC bis 265 Volt AC. Das heißt hier maximal so Spitzenwerte 350 Volt und minimal so 120, 140 Volt. Und am Ausgang, je nachdem, was wir halt benötigen, typisch wären jetzt zum Beispiel diese 5 Volt für Ladegeräte. Sie können damit aber auch 12, minus 12, 24 Volt und so weiter erzeugen. Es ist sozusagen die einfachste Struktur. Das ist das Schöne am Sperrwandler, deswegen auch ziemlich kostengünstig. Wir haben einen Schalter, eine Diode, ein induktives Bauelement, nicht diesen Transformator. Das heißt hier ein Schalter, eine Diode plus Trafo und der Rest ist sozusagen das, was wir ohnehin brauchen, ein- und ausgangsseitig glätten. Die Anwendung, wie gesagt, sind typisch kleine Leistungen und jetzt muss man aufpassen, je nachdem, was für ein Buch Sie aufschlagen, finden Sie da immer zu diesen DC-DC-Wandlern Leistungsbereiche. Man kann viele in unterschiedlichen Leistungsbereichen machen. Also beim Sperrwandler wäre es typisch angegeben, zum Beispiel, dass die Ausgangsleistung kleiner als 100 Watt ist. Wobei vermutlich am häufigsten Sie Sperrwandler finden mit Leistung 5 bis 20 Watt, würde ich jetzt mal sagen. Was aber nicht heißt, dass jetzt 150 nicht möglich sind oder 200. In anderen Büchern finden Sie dann vielleicht 200. Was schön ist am Sperrwandler ist, Sie können einfach mehrere Ausgangsspannungen machen. Malen wir gleich mal auf. Und zwar, indem wir mehrere Wicklungen machen. Das heißt, tatsächlich brauchen Sie bloß einen Schalter. Sie müssen, um mehrere Ausgangsspannungen zu generieren, nur auf denselben Transformatorkern zum Beispiel noch eine zweite Wicklung drauf machen, spendieren eine zweite Gleichrichterdiode. Dann haben wir hier gleichzeitig zwei galvanisch getrennte Spannungen erzeugt, wobei dann eine etwas besser geregelt sein wird normalerweise als die andere. Aber wenn die Genauigkeitsanforderungen nicht zu groß sind und wir sagen, okay, wir wollen jetzt bis auf, ja, zum Beispiel 10% genau die Spannungen regeln, dann können Sie hier dann auf einmal mehrere Ausgangsspannungen erzeugen. Zum Beispiel ganz typische Anwendung ist als Hilfsnetzteil in irgendwelchen anderen Geräten, wo Sie intern die Spannungen erzeugen wollen, zum Beispiel plus minus 12 Volt und nochmal plus 5 Volt. Alles mit wenig Leistung, dann kann man einen Sperrwandler machen und sich daraus dann diese multiplen Spannungen generieren. Das ist also die einfachste Schaltung der Sperrwandler. Von denen gibt es jetzt noch eine Variante. Das ist der sogenannte Zweischalter-Sperrwandler, Englisch Two-Transistor-Flyback. Vom Prinzip her ähnlich aufgebaut, nur wir haben jetzt auf der Primärseite so eine Struktur, wie wir die kennengelernt haben, bei dem Zwei-Quadrantensteller mit Spannungsumkehr. Das heißt, wir haben zwei Schalter, einen in Serie zum positiven Versorgungseinschluss, einen in Serie zum Massenanschluss, dazwischen die Induktivität und dann nochmal zwei zusätzliche Freilaufdioden, eine Diode DF1 und eine Diode DF2. Und diese dienen jetzt dafür,
um jetzt die Energie, die hier beim Transformator in der Streuinduktivität gespeichert wird, abzubauen, wenn die beiden Schalter S1 und S2 ausgeschaltet sind. Das heißt tatsächlich, hier werden beide Schalter gleichzeitig eingeschaltet. Ausgangsseitig sieht er genauso aus wie der normale Sperrwandler. Können wir auch wiederum mehrere Ausgangsspannungen generieren. Jetzt hier weggelassen. Das heißt tatsächlich ausgangsseitig bloß diese eine Gleichrichterdiode-Kondensator und wieder den Lastwiderstand. Und wie gesagt, primärseitig zwei zusätzliche Freilaufdioden. Als Anmerkung, S1 und S2 werden gleichzeitig eingeschaltet. Das heißt mit demselben Tastverhältnis und zum selben Zeitpunkt. Dann wird Energie gespeichert in diesem Transformator und wenn die beiden öffnen, wird Energie abgegeben an den Ausgang. Tatsächlich wird aber auch ein Teil in der Streuinduktivität gespeichert und der wird hier dann beim Öffnen der beiden Schalter zurückgespeist in die Eingangsspannungsquelle. Was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, wir haben hier eine geringere Spannungsbelastung. Und zwar für die Schalter S1 und S2. Deswegen wird er eingesetzt, wenn wir hier höhere Versorgungsspannungen haben. Weil zum Beispiel beim Sperrwandler, dem einfachen, der Schalter hier im ausgeschalteten Zustand eine deutlich höhere Spannung sieht als die Eingangsspannung tatsächlich. Diese Spannung ist bei diesem Zweischalter-Sperrwandler durch diese Dioden begrenzt. Das heißt, die Spannung zum Beispiel an S2 kann nie größer werden als die Eingangsspannung, weil diese Diode DF2 dann leitend wird und sozusagen diesen Punkt klemmt. Und genauso kann hier dieser zweite Punkt am unteren Anschluss von S1 nie vom Potenzial her negativer werden als die Flussspannung dieser Diode DF1. Dann leitet die und klemmt dieses Potenzial fest und das obere ist auch fest. Also haben wir hier an beiden Schaltern auf die Eingangsspannung begrenzt. Das ist also der Zweischalter-Sperrwandler. Die Sperrwandler sind alle abgeleitet von dem Hochtiefsetzsteller bzw. Englisch Buck-Boost-Konverter oder Inverswandler. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Gruppe von isolierten DC-DC-Wandler, das sind die sogenannten Flusswandler und die sind abgeleitet eigentlich alle vom Tiefsetzsteller. Fangen wir an mit einem einfachen Vertreter, das ist der sogenannte Eintakt-Flusswandler, Englisch entweder nur Forward-Converter oder Single-Ended-Forward-Converter. Der sieht so aus, dass wir ausgangsseitig im Prinzip die Struktur des Tiefsetzstellers haben. Ich habe irgendwo so eine Speicherinduktivität, einen Ausgangskondensator und einen Lastwiderstand, hier dann eine Freilaufdiode und jetzt kommen die Änderungen. Ich habe jetzt hier vorne die Spannung, die jetzt sozusagen an der Diode erzeugt wird, über einen Transformator erzeugt. Habe dann hier dann Wicklungen eines Transformators. Tatsächlich habe ich jetzt hier dann nochmal eine Diode oben drin als Gleichrichterdiode. Das heißt, wir werden später kennenlernen, dass hier wäre so ein sogenannter M1-Gleichrichter mit Freilaufdiode. Das heißt, eigentlich hier sehen wir so ein bisschen, das ist ähnlich wie der Tiefsetzsteller. In Kapitel 5 werden wir dann sehen, das ist irgendwie M1-Gleichrichter mit Freilaufdiode. Und wir haben dann hier den Transformator. Dieser Transformator ist jetzt ein echter Transformator, Flusswandler-Transformator. Das heißt, der hat keinen Luftspalt, der soll nach Möglichkeit keine Energie speichern, wohingegen beim Sperrwandler der Transformator Energie speichern soll. Der hier soll bloß die Spannung übersetzen mit irgendeinem Übersetzungsverhältnis. NP zu NS, primärseitiges zu sekundärseitiges Übersetzungsverhältnis. Und dann können wir uns tatsächlich vorstellen, diese Schaltung arbeitet mehr oder weniger wie ein Tiefsetzsteller, bei dem jetzt aber die Spannung an der Diode mit diesem Übersetzungsverhältnis des Transformators größer sein wird als die Eingangsspannung. Das heißt, tatsächlich haben wir hier primärseitig an dem Transformator einen Schalter dran, der jetzt sozusagen diese Eingangsspannung zerhackt. Beim Einschalten die Spannung UE an den Transformator legt, diese wird dann rüber transformiert mit dem Übersetzungsverhältnis und dann genauso gefiltert wie beim Tiefsetzsteller. Tatsächlich, diese einfache Struktur hat jetzt noch ein kleines Problem. Obwohl wir eigentlich das nicht wollen, speichert dieser Transformator in seiner Hauptinduktivität Energie. Deswegen müssen wir ihn, wie man sagt, entmagnetisieren und das kann man über verschiedene Arten machen. Eine Art ist, dass man hier eine zusätzliche Wicklung hat mit einer Freilaufdiode und diese leitet dann, wenn der Schalter S1 geöffnet ist und speist die Magnetisierungsenergie zurück in die Eingangsspannungsquelle. Üblicherweise haben wir dieselbe Windungszahl wie an der eigentlichen Primärwicklung. Das heißt, zusammengefasst, das hier ist abgeleitet vom Tiefsetzsteller. Wir haben diese Entmagnetisierungswicklung. Und wir haben dann hier gesehen, die Sekundärseite entspricht diesem Tiefsetzsteller. Das ist also der Eintakt-Flusswandler, isolierter Tiefsetzsteller sozusagen. Den gibt es jetzt natürlich auch in Varianten. Machen wir zunächst eine. Das ist der Zweischalter-Eintakt-Flusswandler oder Zweischalter-Flusswandler. Manchmal auch irgendwie asymmetrische Halbbrücke oder sowas bezeichnet. Benutze ich hier nicht, weil für mich ist eine asymmetrische Halbbrücke was anderes. Englisch wieder Two-Transistor-Forward-Converter. Und wie sieht der jetzt aus? Ähnlich wie der Zweischalter-Sperrwandler.
Aber jetzt mit der Ausgangsseite von dem Eintag-Flusswandler, den wir hier gerade gesehen haben, und natürlich mit dem Wicklungssinn anders, da ist der Transformator dann ein Flusswandler-Transformator. Das heißt, wir haben hier primärseitig wieder zwei Schalter, in der Mitte die Primärwicklung des Transformators und dann hier auch wieder zwei Freilaufdioden, DF1 und DF2, und die Sekundärseite sieht genauso aus wie vorher auch. Das ist jetzt hier der Vorteil. Der Vorteil ist ein bisschen, wir brauchen jetzt hier keine Entmagnetisierungswicklung. Dafür brauchen wir natürlich jetzt zwei Schalter und zusätzliche Freilaufdiode, haben also einen größeren Aufwand bezüglich der Halbleiter und der Ansteuerung, aber können dann hier eine sehr robuste Schaltung bauen. Das heißt tatsächlich, die Schaltung hat wirklich einen Vorteil, sie ist relativ robust. Das gilt auch für den Zweischalter-Sperrwandler. Wir haben eine geringere Spannungsbelastung als beim Eintaktflusswandler. Tatsächlich ist hier die Spannung an den Schaltern wieder begrenzt auf in etwa die Eingangsspannung. Bei dem Eintaktflusswandler kriegen wir, wenn wir hier diese Entmagnetisierungswicklung haben, zusätzlich die Spannung, die an dieser Wicklung entsteht, gewichtet mit dem Übersetzungsverhältnis hier als zusätzliche Spannung, auch üblicherweise zweimal die Eingangsspannung. Das heißt, wenn Sie hier eine Eingangsspannung haben von 350 Volt, kriegen Sie hier eine Spannung von 700 Volt und mit Reserve brauchen Sie dann 800 Volt MOSFET, um das zu sperren. Im Gegensatz dazu können Sie hier bei diesem Eintaktflusswandler, wenn Sie hier 350 Volt haben, mit einem 450 Volt MOSFET arbeiten, der entsprechend etwas niederohmiger sein kann. Den Eintaktflusswandler und den Zweischalter-Eintaktflusswandler, wenn Sie da gucken in irgendwelche Bücher, Literatur oder Application Notes von Herstellern, steht manchmal drin so 100 bis 500 Watt und woanders steht drin, dass man da einige Kilowatt mitmachen kann. Aus persönlicher Erfahrung raus würde ich sagen, ein, zwei Kilowatt sind damit gar kein Problem. Es kommt nur darauf an, wie man das aufbaut. Dazu sei aber gesagt, jede Schaltung ist bei 1 oder 2 Kilowatt, wird das dann so langsam nicht mehr ganz so witzig, die zu machen. Gut, das ist also der Zweischalter-Eintaktflusswandler. Und jetzt wollen wir zu den sogenannten Gegentaktflusswandlern kommen. Was ist der Unterschied? Beim Eintaktflusswandler ist es so, dass wir auf der Primärseite hier wieder Schalter mit PWM betreiben. Hier S1 und S2 gleichzeitig. Das heißt, die haben gleiche Ansteuerzeit. Und wir werden dann hier irgendwo zum Beispiel diese Spannung UD kriegen. Und diese Spannung UD wird dieselbe Frequenz bzw. dieselbe Periodendauer haben wie auf der Primärseite dieses PWM-Signal die Periodendauer hat. Das ist die Eigenschaft bei diesen Eintaktflusswandlern. Bei den Gegentaktflusswandlern ist es so, dass wir auf der Ausgangsseite eine Frequenz kriegen werden, die doppelt so hoch ist wie die Frequenz auf der Primärseite, und wir werden den Transformator, wie man sagt, in beide Richtungen aussteuern. Das heißt tatsächlich, bei so einem Eintaktflusswandler, wenn man da die BH-Kurve des Transformators betrachtet, die Hysterese-Kurve, dann steuern sie tatsächlich bloß die eine Hälfte aus, nutzen also nicht das gesamte Material des Transformators aus, sondern sie kriegen bloß einen unipolaren Hub sozusagen für ihre Spitze-Spitze-Änderung der magnetischen Flussdichte. Und bei den Gegentaktwandlern werden sie auch in den negativen Bereich hier magnetisieren und damit sozusagen auch den Transformator besser ausnutzen können, kleineren Transformator bei gleicher zu übertragener Leistung machen. Fangen wir an mit dem ersten sozusagen Gegentaktwandler. Das ist der Halbbrückenwandler, beziehungsweise Halbbrücken-Gegentaktwandler. Ich nenne ihn jetzt erstmal bloß Halbbrücke, Englisch Half Bridge Converter. Der sieht jetzt wie folgt aus: Wir haben auf der einen Seite eine Halbbrückenstruktur, das heißt zwei in Serie geschaltete Schalter an einer Versorgungsspannung. Aber diese Versorgungsspannung ist jetzt geteilt. Wir haben da so einen kapazitiven Spannungsteiler, zwei gleich große Kondensatoren, wo wir dann hier eine Mittelpunktspannung erzeugen, die die Hälfte der Eingangsspannung ist. Das heißt, ich habe hier UE halbe. Und jetzt haben wir hier einen Transformator angeschlossen zwischen diesen beiden Anschlüssen, einerseits zwischen diesen beiden Kapazitäten und andererseits an der Mittelpunktspannung zwischen den beiden Schaltern. Die werden wieder mit PWM angesteuert. Jetzt aber nicht gleichzeitig, weil wir sonst einen Brückenkurzschluss machen, sondern um eine Halbperiode versetzt. Und am Ausgang könnten wir jetzt hier zum Beispiel zwei Wicklungen haben, so eine M2-Schaltung, wie wir später sagen werden, tatsächlich hier Mittelpunktgleichrichter und dann hier auch wieder ein Filter am Ausgang. Das heißt tatsächlich, diese Struktur wird hier am Ausgang, bezogen auf die Ausgangsspannung UA, wieder der eines Tiefsetzstellers ähneln. Das heißt tatsächlich, kriegen Sie hier wieder eine Spannung, nehmen wir die UE' irgendwie, und diese wird dann wieder pulsweitenmoduliert sein und dieses Filter geglättet, um die Ausgangsspannung zu erreichen. Das heißt, die Ausgangsseite wird jetzt hier entsprechend
wieder im Tiefsetsteller tatsächlich, werden jetzt diese Dioden abwechselnd leiten, genauso wie die Schalter. Das heißt, beim Einschalten von Schalter S1 wird die Diode D1 leiten, Energie übertragen. Beim Einschalten von Schalter S2 wird die Diode D2 leiten. An der Primärseite des Transformators wird jetzt eine bipolare Spannung angelegt. Das heißt, wir werden plus UE halbe und minus UE halbe anlegen und damit den Transformator in beide Richtungen aussteuern. Und wir werden bezogen auf die Ausgangsseite eine Frequenzverdopplung kriegen. Das heißt, wir können die Induktivität verglichen zu den Eintaktwandlern kleiner dimensionieren. Das ist der Halbbrücken-Gegentaktwandler. Üblicherweise Einsatzgebiet, der höhere Eingangsspannungen haben und auch höhere Spannungen als mit diesem Eintakt- oder Zweischalter-Eintakt-Flusswandler übertragbar sind. Das heißt, wenn Sie da gucken, sagt man so 500 Watt oder so für diesen Halbbrückenwandler. Tatsächlich würde ich sagen, der hat seine Vorteile im Wesentlichen dann, wenn wir höhere Eingangsspannungen haben. Das heißt, wenn wir hier eine Spannung haben, die vom gleichgerichteten Drehstromnetz erzeugt wird, dann würde ich eher eine Halbbrücke einsetzen als so einen Eintaktwandler. Gut, und dann die nächste Schaltung ist isolierte Vollbrückenwandler, Englisch Full Bridge Converter. Dort haben wir jetzt Folgendes, wir haben zwei Halbbrücken. Das heißt, statt dieser kapazitiven Halbbrücke, diesem kapazitiven Spannungsteiler, haben wir jetzt hier vier Leistungsschalter, die jeweils zwei Halbbrücken bilden, jeweils an der Eingangsspannung UE angeschlossen. Der Transformator wird zwischen diesen beiden Ausgängen angeschlossen, arbeitet hier jetzt auch in beide Richtungen bezüglich des magnetischen Feldes und auf der Ausgangsseite haben wir hier wieder sowas abgeleitet vom Tiefsetzsteller. Das ist jetzt der Vorteil gegenüber dem Halbbrückenwandler. Ein Vorteil ist jetzt zum Beispiel, dass wir hier nicht diese beiden Kondensatoren brauchen, sondern einen Kondensator im Zwischenkreis brauchen und dass wir jetzt die doppelte Amplitude an Spannung sozusagen hier anlegen können an den Transformator und damit bei gleichem Strom eine größere Energie übertragen können. Deswegen ist das üblicherweise die Schaltung, die man zu den höchsten Signalleistungen einsetzt, um eine Spannung zu erzeugen. Ansonsten abgeleitet hier auch wieder vom Tiefsetzsteller. Tatsächlich sind das jetzt mehr oder weniger die klassischen Schaltungen. Dann gibt es noch eine, das ist der spannungsgespeiste Gegentaktwandler oder nur Gegentaktwandler. Ich schreibe mal kurz den spannungsgespeist. Das ist Englisch der Voltage-Fed-Push-Pull-Converter, meistens nur als Push-Pull-Converter. Auch ein Gegentaktwandler. Tatsächlich hat er jetzt aber auf der Primärseite eine andere Struktur. Wir werden dort sekundärseitig wieder so einen Mittelpunktgleichrichter zum Beispiel haben. Dann wieder einen Filter, Induktivität, Kondensator und Lastwiderstand. Auch hier wieder sozusagen abgeleitet vom Tiefsetzsteller. Und die Spannung jetzt primärseitig wird anders erzeugt. Und zwar haben wir jetzt primärseitig auch zwei Wicklungen, die jetzt aber jeweils über zwei einzelne Schalter angesteuert werden, die auf Masse bezogen sind. Und die Speisung findet in der Mitte zwischen diesen beiden Wicklungen statt. Das heißt, das hier sind dann die beiden Primärwicklungen, das sind die beiden Sekundärwicklungen. In der Mitte wird eingespeist, die beiden Schalter werden jeweils abwechselnd getaktet. Der Vorteil dieser Schaltung ist jetzt, wir haben eine einfache Schalteransteuerung. Wir haben im Gegensatz zum Vollbrückenwandler bloß zwei Schalter und wir kriegen trotzdem dieses Gegentaktverhalten. Ist besonders dann sinnvoll einsetzbar, wenn wir kleine Eingangsspannungen haben und hohe Leistungen übertragen. Tatsächlich für hohe Eingangsspannungen lohnt sich das nicht, weil sie dann hohe Spannungsbelastungen kriegen an den Schaltern. Das heißt, typischerweise ist die Spannungsbelastung an diesen Schaltern, wenn einer von den beiden ausgeschaltet ist, doppelt so hoch wie die Eingangsspannung. Bei der Halbbrücke und bei der Vollbrücke ist es bloß so groß wie die Eingangsspannung. Das heißt, diese Schaltung eher für niedrigere Eingangsspannungen. Das ist aber der klassische Push-Pull-Converter. Ansonsten auch wieder abgeleitet vom Tiefsetsteller. Daneben gibt es noch moderne Varianten, auf die möchte ich jetzt nicht an dieser Stelle eingehen. Das heißt, heutzutage, was setzt man ein? Man setzt in vielen Fällen Abwandlungen dieser klassischen Wandler ein. Das heißt nicht, dass die nicht trotzdem noch eingesetzt werden, ihre Berechtigung hätten, aber es gibt andere Topologien, die gewisse Vorteile haben. Zum Beispiel für sehr hohe Leistung setzt man heutzutage sogenannte Phase-Shift-Vollbrücke ein. Da hat man diesen Vollbrückenwandler, man hat aber zusätzlich eine Induktivität in der Primärseite, eine Resonanzinduktivität, steuert die beiden Halbbrücken zweigephasenverzögert an, mit einem Tastverhältnis zwar von 50% beide, aber phasenverschoben zueinander, regelt über diese Phasenverschiebung die Ausgangsspannung und erreicht damit ein sogenanntes Zero Voltage Switching, wodurch die Schaltverluste reduziert werden können. Und das ist sozusagen einer der Wandler oder vielleicht der Wandler heutzutage, mit dem man die höchsten Leistungen überträgt. Und für kleine bis mittlere
oder mittlere Leistungen hat man aus der Halbbrücke abgewandelt, einen sogenannten LLC-Resonanzwandler heutzutage, der sehr häufig eingesetzt wird. Das ist eine komplett andere Art und Weise, sozusagen einen DC-DC-Wandler zu bauen gegenüber dem, was wir bisher haben. Bisher betrachten wir nur PWM-Betrieb. Dort hat man dann eine Halbbrücke, die mit 50% Lastverhältnis eingesteuert wird. Das heißt, beide Schalter gleich lang wechseln sich jeweils ab für eine Halbperiode. Man hat dann aber einen Resonanzkreis vor dem Transformator drin und erreicht damit genauso ein weiches Schalten, ein Zero-Voltage-Switching und regelt die Ausgangsspannung dann über Frequenzvariation. Das ist zum Beispiel die Schaltung, die werden Sie in vielen Fällen in den typischen Handy-Ladenetzteilen, so 65, 90 Watt, vorfinden. Dort finden Sie dann diesen LLC-Wandler. Und genauso gibt es auch bei dem Sperrwandler-Varianten. Sie haben dann diesen sogenannten quasi-resonanten Sperrwandler heutzutage, der ein Umschwingen der Spannung zulässt, an der Lückgrenze arbeitet, um die Schaltverluste zu reduzieren und das EMV-Verhalten zu verbessern. Sie haben dann bei dem Flusswandler, dem Eintaktflusswandler, den sogenannten Active Clamped Forward Converter, mit dem Sie auch ein bisschen Zero-Voltage-Switching machen. All das wollen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal nicht.